Trainer, für einen Teil der Mannschaft war heute der Trainingsauftakt. Es waren vor allem die neuen Spieler schon da. Wie ist dein Ersteindruck von den Spielern, aber auch von dem ganzen Rundherum? Wie erwartet, positiv. Die Sonne scheint, die Spieler haben Freude, am Platz zu stehen. Ich denke, sie sind glücklich, bei Rapid zu sein, und das vermitteln sie auch jetzt tagtäglich, auch schon im Vorfeld. Und wir sind vor allem auch glücklich, dass es losgeht. Kannst du uns vielleicht schon ein bisschen verraten, wie so eine erste Trainingswoche aussieht? Ja, lockeres Reinstarten. Der Großteil der Mannschaft kommt am Montag dazu mit Testungen. Jetzt gilt es einfach, die Neuen ein bisschen mehr Anlaufzeit zu geben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Es sind auch viele organisatorische Dinge im Hintergrund abzuwickeln, und dementsprechend passt das jetzt da in der Kleingruppe, und nächste Woche starten wir dann mit dem ganzen Block. Ante, nun auch offiziell herzlich willkommen im SK Rapid. Heute dein erster Tag in unseren Vereinsfarben. Erzähl uns kurz, was sind deine ersten Eindrücke? Ja, die Eindrücke waren top. Ich bin ja gut aufgenommen worden. Und auch von den Spielern, von den Neuzugängen, glaube ich, haben sie alle gleich richtig gut verstanden. Und das Training war fürs Erste ganz angenehm. Zum Einkommen sehr gut. Und jetzt freue ich mich, wenn wir nächste Woche dann auch mit der ganzen Truppe starten. Es trainiert heute nur ein Teil der Mannschaft. Ein paar haben noch bis nächste Woche frei, bis nächste Woche Montag. Dennoch, von den Neuzugängen, gibt es da vielleicht einen Spieler, den du vielleicht vorher schon kanntest? Ja, was hast du denn kannten? Gegenspieler waren wir ja natürlich, und da haben wir sie natürlich sozusagen kennenlernen können. Und deswegen, ja, man hat sich schon einfach kennt von den Spielen her. Wie groß ist nun jetzt auch die Vorfreude auf die kommenden Aufgaben und die nächsten Wochen, vor allem auch beim SK Rapid? Sehr groß. Also ich glaube, jeder freut sich, wenn der Start jetzt dann kommt. Wichtig ist, dass wir jetzt in der Vorbereitung gut arbeiten, natürlich auch jeder verletzungsfrei zurückkommt, und dann, dass wir richtig gut in die Saison einstarten. Alexa, welcome to Rapid Vienna. What's your first impression of the club and of the training center? First impressions are very good. Very good club is on a very high level. Very professional people, coaches, everyone, teammates are very good. I'm very happy to be here, and I will give my best to help team achieve their goals, also to please our fans. Sole, herzlich willkommen in Hütteldorf. Wir sind jetzt in Prater in unserem Trainingszentrum. Erzähl uns kurz mal, wie sind deine ersten Eindrücke vom ersten Training und auch vom Trainingszentrum, vom ganzen Rundherum? Danke, freut mich hier zu sein, freut mich riesig auf die neue Aufgabe, auf die neue Saison. Erste Eindrücke sind natürlich super, also Trainingszentrum hier. Freue mich auch, dass es endlich losgeht, auch für uns mal. Ein bisschen schon drauf gewartet, muss ich sagen. Natürlich den Urlaub ein bisschen genützt, aber schon auch im Kopf irgendwie vorbereitet gewesen, dass es jetzt endlich losgeht. Freue mich dann auch nächste Woche die restlichen Jungs, die was jetzt noch verdient, weil sie im Urlaub sind, kennenzulernen. Von dem her, ja, super, super Zeit jetzt für mich hier zum Eingewöhnen etwas, und dann, ja, dass es mit der Mannschaft dann endlich losgeht. Du bist nur noch wieder zurück im österreichischen Fußball. Wie groß ist die Vorfreude auf die kommenden Wochen und Aufgaben mit dem SK Rapid? Riesig. Also für mich ist es nicht nur jetzt eine Rückkehr, dass man einfach sagt, ich komme jetzt noch etwas zurück und jetzt mal zurücklehnen, ganz im Gegenteil. Ich habe mir schon selber auch persönlich hohe Ziele gesetzt. Freue mich riesig, bei so einem, ja, für mich den größten Club hier in Österreich, im Lande, dabei zu sein. Ja, freue mich, dass ich mich auch dann, ja, dass das Interesse dann auch so hoch war, und das war für mich klar, dass ich hier dabei sein will. Die Ziele sind für mich persönlich hoch, mit der Mannschaft wollen wir natürlich, wenn wir das arbeiten, und dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir als Truppe eine gute Saison spielen werden.